Hallo und willkommen zurück zu World of Xeen, bestehend aus Clouds of Xeen und Dark Side of Xeen. Und wir werden dieses Mal in die Clouds of Xeen, also wieder in Might and Magic 4 unterwegs sein. Und zwar werden wir dieses Mal in den Drachenturm, da in dieser Lava-Gegend. Ich glaube, da zeige ich jetzt drauf. Ich muss das so ein bisschen blind machen, ja. Da werden wir dieses Mal hin. Ich habe aber auch in den Kommentaren Hinweise von Menhir Mike und von, war das Jovolution? Jawohl, zu dem Dungeon des Todes bekommen. Der dürfte hier irgendwo sein. Ja, wir sind im Süden, also da irgendwo müsste der im Osten sein. Da werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal hin, müssen wir mal schauen. Außerdem hatte Fridolin Ente erwähnt, dass der Barbar gar keinen Umhang anhat. Ich fürchte, den habe ich irgendwo mal versehentlich verkauft oder so, ich weiß es nicht. War nicht der beste Umhang, den ich aufgeschrieben hatte, hier in meinem Sheet. Also jetzt kein großer Verlust, aber da muss natürlich ein neuer her. Also das Erstbeste, was ich da finde, das wird der dann bekommen. Außerdem hatte Fridolin Ente noch erwähnt, dass man gegen die Untoten auch noch einen größeren Zauber sprechen kann. Und den habe ich auch schon gelernt. Also den müsste ich dann einfach mal einsetzen. Heiliges Wort. Und ja, müssen wir mal gucken. Ich gehe jetzt hier erstmal zu Fuß wieder zurück in die Stadt. Denn wir haben keine Edelsteine mehr. Und die brauchen wir zum Zaubern. Ja, also gehen wir hier hin. Willkommen. Abheben, Edelsteine 6. Edel. Machen wir mal 500. Und Gold. Ja, Gold. Was? Gold brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir haben auch 51.000. Die werden wir gerade mal noch investieren zum Reparieren. Mike hatte auch noch vorgeschlagen, mal bei Shangri-La zu gucken, ob man da einen Was Trainer findet, der halt über 50 trainiert. Da hatte ich jetzt schon zwischendurch nachgeguckt und nein, da ist gar kein Trainer. Also da gibt's. Im Südwesten ist der Typ, der 100.000 will und dann alles beibringt, also aber es ist kein Trainer. Dann gibt es die Gilde, dann gibt es einen Raum mit diesem Gildentypen. Dann gibt es einen Tempel, eine Taverne und dann noch irgendwas. Aber ich glaube, ein Trainingsding war... Und der Schmied. So, wir werden jetzt hier mal gerade noch reparieren. So. Also ich vermute, dass wir da in dieses Olymp-Dings da rein müssen. So. Damit sind wir hier durch. Und gewappnet für den Kampf im Feuer. So. Mal sind wir müde. Naja, es macht aber nichts. Es gab außerdem noch einen Tipp von Fridolin. Nein, von Mark S., dass ich in der Kanalisation von Necropolis was übersehen habe. Also, da wurde auf der Karte mit diesem Magieblick was noch gezeigt, wo ich nicht war. Da kann man sich eventuell noch irgendwo hinporten. Müssen wir mal schauen. Aber danach. Wir werden jetzt erstmal hier in den Drachenturm, wenn ich ihn finde. Er muss auf jeden Fall ganz weit im Westen sein, aber es kann sein, dass er trotzdem hier so ein bisschen... Kann sein, dass der hier in der Suppe ist. Dass der da drin war. Moment, ich guck nochmal hier auf die Karte. Naja, der ist am Rand. Weit unten, also es kann gut sein, dass der da ist.
Die Sichtweite ist nicht so wahnsinnig weit hier in dem... Na, da ist er ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mhm. Dann nehmen wir neu. Und... Ne, da. Und. Teleport. Was habe ich gesagt? 9? Nee. Doch? 9? Ein! Verfehlt! Da sind nur noch ein paar Gegner. Die können wir aber mal eben auch noch platt machen. Ja. Ja, die tun jetzt hier nichts mehr. Ich vermute auch, dass uns sogar das Feuer nicht so wahnsinnig viel tut. Ah, es geht. Die können jetzt nicht mehr so viel. Naja, okay. Wo ist denn der Eingang? Da ist der Eingang. Ich sehe, ihr habt den Schlüssel zum Turm. Ihr dürft vorbei. Mhm. Und dann... könnten wir auch... Also rein theoretisch könnten wir mittlerweile auch einfach jedes Mal diesen Superzauber casten. Wie ist denn der? Göttliche Einmischung. Der altert das zwar, aber ich kann ja mittlerweile verhältnismäßig einfach das halt wieder fixen. Das hatte, glaube ich, Hugh McLeaf auch erwähnt. Also, dass göttliche Einmischung da schon dann nicht ganz unsinnig ist. Ich muss mal gerade... Na, hier ist es. Die Zauberliste gucken. Ich guck mal noch mal gerade nach. Ich meine, das hätte sogar alles komplett geheilt. Göttliche Einmischung. Heilt die gesamte Party von allen Schadenspunkten. Das kostet halt viel Mana. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass eine Heilung fast nichts macht und 106 Mana kostet. Also, das Altern kann man halt verhältnismäßig einfach wieder fixen. Also, das können wir hier mal dann raushauen. Wir verballern eben diese, die Dings, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Gerade wenn das Team sowieso so im Eimer ist, zing, dann ist die halt jetzt gealtert. Und das müssen wir halt danach, oder nach ein paar Dungeons müssen wir das halt wieder beheben. Wird jetzt nicht jedes Mal dann wieder dahin. Dann werden wir den... Da gucke ich jetzt mal gerade nach. Ja gut, wir haben 12 Stunden. Tageszauber, das lohnt sich wahrscheinlich sowieso mittlerweile. Tageszauber. Tagesschutz. Die Mana fällt halt nicht mehr ins Gewicht, dass das im Moment mittlerweile kostet. Ja, im Verhältnis. Ah, mutige Abenteurer, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich brauche für einen meiner Tränke ein Drachenei. Aber mir fehlt der Mut, um weiter in den Turm zu gehen und eins zu stehlen. Wenn ihr mir eins bringt, werde ich euch belohnen. Na, aber sichi. Ich vermute fast, dass es hier sehr heiß wird. Also was wir hier noch machen könnten, wäre Schutz vor Elemente. Und da nochmal zusätzlich Feuer anmachen. Und dann werden wir wahrscheinlich gar nichts mehr an Schaden nehmen. 1404. Ich gehe jetzt mal da rein. Naja, also es tut nichts. Also vielleicht verliert irgendwer ein bisschen was, aber... Da geht's hoch. Da geht's hoch. Wir werden einfach mal alles fleißig ablaufen hier. Da geht's auch hoch. Hm.
Okay, also wir haben drei Wege nach oben. Das ist ein bisschen seltsam aufgebaut mit diesen... dass da diese Punkte sind. Okay, aber das war ja eine spektakuläre erste Ebene. Geht so, ne? Okay, da geht's weiter hoch. Dann machen wir das mal gerade nicht. Sondern gehen erstmal hier hoch. Das könnte vielleicht etwas böser sein. Aber der kommt anscheinend mit seinem Feuer auch schon nicht mehr durch. Und ist mit einem Schlag tot. Feuerdrache. Na, aber hallo. Ja, ne? Also, ein Bett. Bei den Knochen findet ihr das Überbleibsel des Tagebuches eines Abenteurers. Dort steht, ich vertraue diesem Druiden nicht. Er war so gierig hinter dem Drachenei her und er sah nicht so aus, als wäre er sehr vertrauenswürdig. Mhm. Schatz, stehlen. 500.000 Gold. Hier ist nichts. Kann natürlich sein, dass wir damit jemanden vielleicht etwas sauer gemacht haben. Kann auch sein. 500.000 Gold. Vielleicht, wenn man mit wem stiehlt, der das nicht kann, dass dann Drachen auftauchen oder so. Auf dem Zettel bei den Knochen steht, das Auge des Drachen trägt die silberne Schlüsselkarte. Aha. Schlüsselkarte. Hier ist nichts. Ich weiß nicht mehr, was grün war. Wahrscheinlich Tempo oder irgendwie sowas. Nehmen wir... nehmen wir die Magierin. Ausdauer. Okay. Ah, das ist schon... okay. Die kann noch brauchen. Plus 40 Ausdauer ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Also... 1953... Rüstungsklasse. 918. 900. Da ist irgendwie... da ist irgendwie eine Menge Rüstung. Die hat halt schon 134. Dann machen wir das da. Auf F4. Kann nochmal jemand nehmen. Okay, dann gehen wir das auf 5. Okay, aufgebraucht. Das war ja schon nicht verkehrt, ne? Also... so. Vielleicht ein etwas böserer Drache. Geht so. Nichts. Bei den Knochen findet ihr das Überbleibsel des Tagebuchs eines Abenteurers. Dort steht, ich glaube, die Lösung des Geheimnisses der Drachen liegt in immer oder sehr, sehr groß. Was? Okay, meinetwegen. Wieder 500.000. Hier ist nichts. Ist auch nichts. Ja, die sind ja jetzt nicht so beeindruckend.
Und da hinten sehe ich noch so einen Trank. Ja, müssen wir mal gucken. Nix. Auf dem Zettel bei den Knochen steht, du musst ziemlich schlau sein, um den Blick in eine der Kristallkugeln auf der Drachenwolke zu überleben. Aha. Drachenwolke. Vielleicht kommen wir da noch in so eine Wolkengegend da oben. Langschwert, Totschläger, Stiefel. Auf jeden Fall ordentlich Zeug bekommen. Und ein Drachenei. Mhm. So, dann. Also der hat mittlerweile jetzt die wenigsten Lebenspunkte. Das ist natürlich schon ein bisschen krass. Ja, nicht ganz. Aber die geringste Ausdauer. Dann darf der auch mal. Dann darf die nochmal. 1060. Dann darf die nochmal. Also 1026, 1060. Und die kriegen sowieso. Die hat 174 Ausdauer, 190 Ausdauer. Dann machen wir das hier doch mal drauf. Weil die Ausdauer, die dann da drüber ist, die bringt halt dann auch immer weniger. Wobei, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo da die Knackpunkte quasi sind. Falsche Richtung. Wahrscheinlich laufen die Buffs aber auch sehr bald ab. So. Die nächsten. Mhm. Da haben wir den Killerdrachen. Neu. Teleport. Wie viel ist das? 2, 3. Ich würde sagen. Ach, hat versagt. Super. Gut, dann gehen wir einfach nach vorne. Zack, zack. Drachenkönig. 2 Schläge. Da war er Matsche. Hat nichts zum Looten gehabt. Aber das Dungeon, wo wir das Gedöns her haben, das war doch schwerer. Ach, das ist ein Drachenkönig, war jetzt kein besonderer Gegner. Okay. Interessant. Jetzt können wir hier beispielsweise einfach nochmal eine göttliche Einmischung casten. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so ganz angenehm. Hier war nichts. Boah, dann nehmen wir den mal mit. Nochmal 1 Million Gold. Alter Falter. Wir haben eine ganze Menge Gold. Teleport. Ach ja. Ging ja nicht. Dann halt nicht. Da sind jetzt 3. Was wir eventuell mal machen können, wäre den Sprung. Ja, das hat geklappt. Nix. Knackt das Schloss. Mmh. Okay. Dann laden wir vielleicht nochmal. Ja, die Saves hatte ich nochmal. Oh, okay. Da müssen wir nochmal. Hatte ich. Nicht zwischendurch gespeichert. Saves hatte ich sortiert, wie ihr sehen konntet. Dann machen wir hier jetzt direkt Sprung. Fupp.
Sprung. Sprung. Die kann aber auch Sprung. Haben wir noch einen? Ja. So. Okay. Da ist nix. Da ist nix. So, dann probieren wir nochmal. Also jeder kriegt auf jeden Fall Schaden. Aber die lebt halt jetzt noch. Und von daher können wir ja einfach wieder auferstehen lassen. Tote erwecken! So. Okay. Jetzt kann es natürlich sein, dass das hier... Ach, Moment. Ebenfalls nochmal so schmerzhaft wird. Machen wir hier wieder göttliche Einmischung. Oder, wenn das sowieso explodiert, dann ist es eigentlich auch egal. Moment, dann machen wir die extra Heilung. Ja, ich habe allein jetzt zweimal extra Heilung. Die ist so tief im Negativen, dass ich die damit noch nicht mal... falsch. Die muss doch nur rot werden. Alter Falter. Minus 400 hat die immer noch. Muss man... ein bisschen lange heilen. Extra Heilung. Das ist mal so ein bisschen bescheuert. Ja, okay. Bam, so. Ich glaube, einer sollte auf jeden Fall überleben. Ja, dann müssen wir das wohl anders angehen. Dann machen wir göttliche Einmischung. Oder wir rasten jetzt einfach, so. Musik. Aus, an. Wer will öffnen? Ja, jetzt überlebt. Ach, okay. Die sind natürlich alle... Okay, wir sollten die, wahrscheinlich den Feuerschutz anmachen. Schutz vor Elementen. Feuer. Okay. Aber habe ich irgendwas? Wiederbelebung. Tote erwecken. Da ist ein Horn. Trank der Götter und Tote erwecken. So. Benutzen. Willkommen zurück. Und Tote erwecken. Ja. Okay, passt doch. Licht anmachen. Wobei, es kommt natürlich jetzt auf die anderen Kisten an, wenn das jetzt jedes Mal passiert. Naja, mal gucken. Das nehmen wir auch noch mit. Nochmal eine Million. Okay. Buch der großen Erfahrung. Wer will lesen? Der Dieb? Der Ninja. 10 Millionen Erfahrung. Lernst nichts Neues.
Okay, das ist ja schon ein bisschen hinterhergeworfen jetzt. Das sind 10 Stufen. Nochmal 10 Stufen. Da geht dann auch das Geld wieder drauf. Okay, dann versuchen wir das. Okay. Zing, zing, zing. Jetzt muss ich mal gucken. Da kriegen wir jetzt haufenweise Gegenstände. Es kann aber sogar sein, dass ich so viel Platz gar nicht mehr habe. Na doch, Rüstung. Da hätten wir noch ein bisschen was. Und Accessoires hätten wir auch noch Platz. Okay, also wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir es überleben. Göttliche Einmischung. So. Dann passt. Also sogar hier der Charakter hat jetzt auch noch bekommen. Okay. Dann machen wir wieder Tote. Erwecken. Aber das steht halt überhaupt nicht im Verhältnis wieder. Also die Gegnerstärke, die konnten gar nichts. Die Gegner, die wir dafür töten mussten, die konnten auch nicht viel, aber die waren, glaube ich, ein bisschen stärker. Also wir haben ja, wenn ich mich recht erinnere, in der Nekropolis die umgebracht und von diesem Typen den Schlüssel hierfür bekommen. Nix. Nix. Na, wir könnten jetzt nochmal göttliche Einmischung. Aber wir gucken jetzt erstmal hier oben. Naja, also da haben wir natürlich jetzt nochmal Zeugs halt. Wie viel Uhr haben wir? Früh am Morgen. Wir machen jetzt hier nochmal göttliche Einmischung. Schwingen. Machen hier Tageszauber und Tagesschutz. Ich habe zwar jetzt noch keinen Gegner hier gesehen, aber also wir haben noch ein bisschen Platz. Noch 4 Gegenstände. Und dann ist aber auch vorbei. Und dann müssten wir auf jeden Fall in die Stadt, weil ich glaube, die würden dann sonst verpuffen, wenn man weitere Gegenstände bekommt. Bin ich mir nicht sicher, wie das ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Näheres wisst. Drachen, Kristall der Kraft. Die Kraft des Drachenkristalls schießt mit einer Urgewalt durch deinen Körper. Du bist in der Lage, einen Teil der Kraft aufzunehmen. Plus 4 Stufen dauerhaft? Was zur Hölle? Dann machen wir das mit wem anders. Sprung. Allerdings würde ich dann fast sagen, wir müssten eigentlich jetzt die Stufe steigern, weil das ja natürlich jetzt auch nochmal alles teurer wird. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich das steigern soll. Also, wir machen das einfach mal weiter. Ja, da laufen wir noch durch. Dreiundneunzig ist die. Boah, ne? Dann nochmal. 96. Hin und her. Okay, den machen wir jetzt auch gerade platt.
Den müssen wir einmal anspringen. Ein bisschen mehr halten die immerhin aus. Und machen auch mehr Schaden. Das scheinen sogar jetzt stärkere zu sein. Oh, 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 oh. Wie heißen die denn jetzt? Das kriegen wir nicht mehr zu Gesicht. Okay. Dann erkunden wir hier erstmal weiter. Sprung. Wolkendrache. Das waren auch die, die diese Überfälle gemacht haben. Sprung. Zing. Plus 5 Stufen dauerhaft. Stufe 101. 21 Angriffe pro Runde. 14 Angriffe pro Runde. Ich glaube, mit der 101 Stufe pro Runde, minus 1890 Lebenspunkte. Ich glaube, damit ist die jetzt aber auch gut aufgestellt. Also, na, die hat immer noch die Fallen ausgelöst. Also vielleicht müssen wir das noch weiter steigern. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Machen wir weiter. Der ist ein Phasendrache. Okay. Implosion. Mhm. Zing. Wieder alle fit. Aha. Braucht man wieder Intelligenz, um zu lesen. Altes Buch der Drachen. Wer will lesen? Der Ork. Du verstehst die seltsamen Drachenruinen nicht. Du entzifferst die Drachenrunen und bist von der Einfachheit der Inschrift verwirrt. End. Also IND. Kleinen Moment. Okay, was zu schreiben besorgt. IND. Mhm. Bisschen seltsam, dass da nichts mehr ist, aber das ist wahrscheinlich die Karte einfach zu Ende. Wir müssten jetzt hier so langsam aufpassen. Nein, wir müssten einfach nicht aufpassen. Wir haben erst 9 Uhr morgens. Weil wenn natürlich der Buff abläuft, dann fallen wir runter. Das sind jetzt wieder die etwas schwächeren. Das ist jetzt wieder ein stärkerer. Oh, das ist ein stärkerer und da hinten, die sind wieder schwächer. Dann machen wir direkt eine Implosion. Okay. Ne, da ist auch ein starker Ball. Wir haben aber den falschen getroffen. Und die ist hops gegangen gerade. Und alle. Okay, dann sind wir jetzt. Da ist noch einer. Das sind ein bisschen viele.
Okay, da müssten wir vielleicht schauen, dass wir die pullen oder so. Also, dass wir die ein bisschen einzeln da rausziehen. So, erstmal den. Da ist uns. Okay, und nach vorne. Du. Dann mal wieder einen kleinen. Du. Das sieht aber jetzt auch wieder etwas gefährlicher aus. Da springen wir jetzt einmal drauf. Oder wir zaubern hier direkt die Implosion. Bams. Also die sind durchaus durchaus bösartig. Also da ginge sicherlich noch mehr. Göttliche Einmischung. So, dann machen wir den Sprung. Ich meine, ich könnte noch mal Teleport versuchen, aber einfach Sprung. So. Da ist jetzt ein kleiner wieder gewesen. So, das ist auch ein kleiner. Und dahinter haben wir aber wieder einen starken Phasendrache. Der muss weg. Implosion. Und dahinter. Ah, oh, ist falsch. Ja, okay, der ist weg. Aber die ist jetzt durch. Ja, nee, also gehen tut das sicherlich, wenn wir das anders angehen. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt ist. Ihr seht hier auch wieder diesen krassen Unterschied, wie schwach die Gegner vorher waren. Und jetzt auf einmal haben wir diese Killerdrachen hier. Phasendrache. Masse verzerren. Ich meine, so super stark sind sie auch nicht. Die machen bloß viel Schaden. Implosion! Und nicht getroffen. So, den können wir wieder nochmal zerhäckseln. So, ich mache jetzt hier einmal die Mana leer. Zaubern. Naja, wie viel hat die denn noch? Minus 130, okay. Dann können wir zumindest, wenn ich jetzt die göttliche Einmischung caste, dann ist auch. Ja, das macht irgendwie jetzt auch keinen Sinn, die zu heilen. Dann machen wir das nicht. So, da haben wir wieder zwei. Aber. Ja, ich kann jetzt nach vorne springen, aber ich vermute, dass ich mir damit dann wieder zusätzliche Gegner einfange. Wir machen jetzt mal einen Teleport und dann direkt 5 Felder vorwärts. Phasendrache. Da machen wir einmal. Ich kann auch jetzt die göttliche Einmischung machen. So.
Implosion. Und Implosion. Hier sind aber auf jeden Fall jetzt noch mehr. Genau, aber das ist wieder ein einfacher. Da ist auch wieder ein einfacher. Damit hätten wir aber die Drachen jetzt hier beiseite geräumt. Okay. Das gibt mit Sicherheit auch wieder zusätzliche Stufen. Plus 5 Stufen dauerhaft. Ich weiß nicht, ob es nicht... Sorry. Ich weiß nicht, ob es noch nicht sinnvoller wäre, von den Magiern irgendwas zu erhöhen, damit die Zauber sinnvoller werden. Aber da müsste man eigentlich genau gegenrechnen, ab wann skalierende Zauber besser wären als die nicht skalierenden Zauber. Das kann ich halt so jetzt nicht sagen, ohne da mal genauer reinzugucken. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt nochmal geguckt, aber da ist verhältnismäßig wenig, was skaliert. Ich mache Musik mal wieder an. So. Bei dem Kleriker kann man eigentlich gar nichts, was sich lohnt. Beim Kleriker haben wir theoretisch noch einen Sonnenstrahl, den habe ich aber noch nicht gelernt. Kann mich zumindest nicht daran erinnern. Doch, Sonnenstrahl. Den müssten wir jetzt wahrscheinlich einfach verwenden für mehrere Gegner angreifen. Der ist einfach am stärksten mittlerweile. Ja, müssen wir einfach gucken, dass wir Schaden anbringen. Kostet natürlich brutal viel Mana, aber macht 200 Schaden an allem, was auch nicht wahnsinnig viel ist, muss man sagen. Ja, und bei Single Feuerprügel, also die Kleriker-Schadenszauber, die sind's nicht gerade. Zumindest jetzt zu diesem Punkt im Spiel. Und dann haben wir die Magierin. Und da hätten wir aber, also die Implosion weiterhin für Single-Target, der macht immerhin 1000 Schaden. Achso, Masse verzerren hat die natürlich noch, das ist schon noch ganz ordentlich. Aber beim Magier können wir auf Schwert umsteigen. Und Schwert sollte... Habe ich vielleicht gar nicht gelernt, weil der zu schlecht war vorher. Ich sehe den jetzt zumindest hier nicht. Doch, da ist Schwert. Der kostet natürlich jetzt auch brutal viel Mana, weil der entsprechend auch hochskaliert ist. Aber der skaliert dann auch weiter mit der Stufe. Und der ist besser als... was hatte ich vorher gemacht? Inferno. Zumindest jetzt mit der Stufe. Kostet aber entsprechend auch doppelt so viel oder mehr als doppelt so viel wie Inferno. Aber macht wahrscheinlich trotzdem Sinn, wenn wir mehrere Gegner haben. Aber das beantwortet jetzt trotzdem nicht, ob es Sinn macht, da die Stufe zu steigern. Ich meine, die würden natürlich auch Mana bekommen und so weiter. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, den zu steigern, weil der einfach den brutalsten Aua macht. Könnte man auch machen. Ich glaube, ich halte das einfach weiter, dass ich den steiger und dann ist das halt so. Das heißt, ist jetzt erstmal wieder weg. Plus 4 Stufen. Das heißt, ich müsste jetzt rasten, um das nächste Teil nutzen zu können. Das heißt, wir werden erstmal gucken, dass die anderen jetzt auch noch ein bisschen Lebenspunkte verlieren. So. Wir müssen gucken, dass wir die möglichst von der
von den anderen halt weghalten. So, dann machen wir Sprung. Und da hinten sind die nächsten beiden. Ja. Das ist aber in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, ob hinter dem noch einer ist. Ich gehe jetzt auf den Vorhof. So. Und jetzt müssten wir sowieso rasten. Mhm. Okay, und dann machen wir wieder den Tageszauber und Dings da an. Und der war, glaube ich, oben, ne? Tageszauber. Tagesschutz. Dann gehen wir erstmal wieder auf die linke Seite. Mhm. Nochmal, nochmal. Fünf, fünf, drei war das. Ist das random? Ne, es ist so kaputt. Das ist ja dämlich, oder? Drei Stufen. Fünf Stufen. Bei sowas, wo man dann einfach mit einem Klick zwei Stufen dazu bekommt, ist das schon ein bisschen zu hart, das nicht zu safe scammen. Also da würde ich dann aber auch laden, wenn ich dann nur drei Stufen bekomme statt fünf. Das ist ja schon ein bisschen sehr dumm. Ich meine, davon gibt es jetzt nicht so super viele, aber... Oder ist das jetzt immer drei Stufen? Hoppla. Das war der falsche, habe ich ihn verklickt. Und da gab es jetzt die fünf Stufen. Oder hat das irgendwas auch mit der aktuellen Stufe zu tun, ne? 123? Dass das jetzt weniger hoch geht? Dass die immer nur die drei... Ne, jetzt hat sie fünf Stufen bekommen. Okay, also wissen wir Bescheid. Also da werde ich dann auch die maximalen Stufen zumindest ab jetzt rausholen. Ich werde das jetzt nicht alles neu machen. Aber das ist mal ein bisschen dumm. Die muss jetzt nur so fit sein, dass die nochmal an so einem Kristall schnüffeln kann. So. Okay. Da ist nix. Gehen wir erstmal hier hoch. Da war nochmal ein Kristall. Und da haben wir einen Drachen. Okay. Da porten wir uns vorwärts. Ich kann das bei Might & Magic nur sehr schwer abschätzen, wie weit die weg sind. Machen wir mal... 4. Das sind wahrscheinlich 3 oder 4. So. Wie viel ist das noch? Boah. Zing, zing. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass sie überlebt.
Und jetzt plus 4 Stufen. Das ist neu. Plus 5 Stufen dauerhaft. Okay. 130. Dann sollte ich da wahrscheinlich auch die Stärke weiter boosten auf dem Charakter. Weil die profitiert natürlich dann durch die Stufe und den zusätzlichen Angriffen da umso mehr. Ich hatte aber jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir da so brutal die Stufen boosten können. Also jetzt nicht nur in... nicht nur hier in der Karte, sondern auch schon den davor, bei der letzten Folge, wo wir die ganze Erfahrung eingesammelt haben. Das war ja auch schon ein bisschen krass. Das war so auch zumindest anfangs, als ich mir das... die Stärke und so weiter verteilt habe oder wer was bekommt, hatte ich mir das auch nicht so gedacht. Wobei ich die Stärke jetzt auch recht gleichmäßig verteilt habe. Ich hatte das ja nur einen leichten Fokus da drauf gemacht. Ne, leichter Fokus, der hat 200 mehr. Damit der dann auch so Sachen, Sarkophag und so weiter aufmachen kann. Aber wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, einfach die gesamte Stärke dann auch hier drauf zu hauen. Dann hätte sich das natürlich entsprechend hochmultipliziert mit diesen Angriffen. Ich weiß aber nicht genau, wie sich der Schaden berechnet. Also aus den Nahkampfangriffen steht ja auch leider nichts. Fantastisch! Na gut, du darfst jetzt jedenfalls wieder einmal da dran. Und 5 Stufen dauerhaft. Okay. Dafür scheinen wir hier aber jetzt auch schon alle geplättet zu haben. Da bekommen wir sicherlich jetzt wieder so einen tollen Hinweis. Wir hatten zuvor End und jetzt haben wir Un. Mhm. Dann finden wir sicherlich noch ein Unendlichkeit oder sowas. Hoppla. Da habe ich mich verklickt. So. Ein Schritt daneben. So, das hätten wir. Sorry. Da müssen wir weiter. Keine Drachen, aber jetzt muss ich die wieder heilen, damit die einmal da dran kann. Oh! Ja, die jetzt beispielsweise zu heilen, kann man vergessen. Da ginge die komplette Mana quasi drauf. Da kann ich jetzt besser einmal göttliche Einmischung machen. Und dann machen wir das so. Haben wir aber nur 3 Stufen bekommen. Oder ich kämpfe jetzt erst noch mal mit den anderen ein bisschen. Wobei das auch sein kann, dass sie dann ganz stirbt. Wobei das vermutlich sogar besser wäre, oder? Wenn die stirbt und ich die wiederbelebe, dann hat die ja direkt auch Lebenspunkte. Okay, da haben wir jetzt einen Gegner. Okay, da machen wir einen Teleport. Hier. Mhm. Ich vermute, dass hinter dem noch einer war, sonst wäre der Schaden da jetzt nicht so krass gewesen. Thank you.
Okay, da sind zwei. Dann machen wir jetzt hier eine Implosion. Leider kann ich jetzt da nicht drauf zielen. Oder wir machen hier jetzt direkt... Wir probieren mal das Schwert aus. Naja gut, und damit ist das auch, ist ja auch Geschichte. Also die sind schon ein bisschen böse, die, die da halt so wabern. Göttliche Einmischung! Na komm, mach mal hier Schwert. Ja, das ist ein bisschen... Ein bisschen krass. Gewonnen! Okay. Vielleicht ist er mit der Stufe auch eine geringere... Oder sind einfach die Lebenspunkte so hoch? Er ist natürlich auch dann durch die Stufe... Durch die Stufe steigt ja auch, wie viele Lebenspunkte man hat, weil ja das auch gegenseitig hochmultipliziert wird. Also, ja, ne? Na, machen wir erstmal den jetzt. Der kann ja nun nichts. So, wir haben 13. Und nach da unten hatten wir jetzt aber auch böse. Oder hatte ich die jetzt schon quasi... Ne, da sind böse. Ach, das ist ein separates Teil da. Okay. Da haben wir aber jetzt nur ein Ziel. Das heißt, den kann ich direkt mit der Implosion bearbeiten. Naja, aber... Das ist schon ein bisschen übel. Ich glaube, das kann schon funktionieren, wenn man halt... Okay, das hat nicht funktioniert. Mach mal hier, na, jetzt den großen. Dann machen wir Masse verzerren. Implosion! Und Implosion. Okay. Nächster Ziel, nächster Hinweis. Ja, ja, genau, wie ich schon meinte. Unendlich wird das halt sein. Mhm. So. Ach, der kann ja auch darüber. Okay. Wir könnten jetzt wieder göttliche Einmischung machen. Müssen wir wahrscheinlich auch. Masse verzerren, das war nichts. Implosion. Na, ja, wir müssen auf jeden Fall danach zu diesem See, um unser Alter zu korrigieren. So, ein Kristall. Und da hinten haben wir nochmal zwei.
Bin mir nicht ganz sicher, aber das hier scheint mir auch wieder so einer zu sein, der böse ist. Und da können wir jetzt auch nichts... Ich könnte jetzt wieder für den einen... Wenn ich dahin gehe... Das war jetzt quasi der Kleine, der mich angegriffen hat. Ja, jetzt ist der Große dahinter, der noch extra angreift. Nochmal göttliche Einmischung. Und da haben wir jetzt wieder einen kleinen. Okay. Und jetzt müssen wir wieder Kristalle einsammeln, was ein bisschen müßig wird. Plus 3. Ja. Wer will berühren? Plus 5 Stufen. Die nehmen wir mit. Plus 4 Stufen, die nehmen wir nicht. Die nehmen wir auch nicht. Plus 5 Stufen, die nehmen wir. Und dann, ja, ist es auch erstmal Zeit, wieder zu rasten, glaube ich. Oder wir könnten hier, können wir? Wir können hier nicht nochmal göttliche Einmischung. Die hat theoretisch... Ne, da müssten wir rasten. Okay, aber ich schätze, die meisten Drachen haben wir dann auch erledigt. So viel wird das hier nicht mehr sein. Ich guck mal hier gerade noch. Einfach mal wild hier reinlatschen. Es scheint, dass wir da sogar alles haben. Dann machen wir das jetzt auch noch durch. Das dauert jetzt vielleicht noch 10 Minuten oder so. Das sind halt diese ganzen Edelsteine, die jetzt nervig sind mit dem... Naja, mit dem Safe-Scammer, aber das Safe-Scam ist hier jetzt so absurd gut, dass es wirklich dämlich wäre, das nicht zu tun. Wir machen hier Schweben. Fünf Stufen, ja. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, was die Maximalstufe war. Und wir müssten ja auch noch da eine ganze ganze Ecke steigen. Also vielleicht, dass wir da auch ein Maximalziel setzen, dass wir maximal auf... Naja, wir sind schon jetzt auf 160 und wir steigen bestimmt noch 20 Stufen auf durch... machen wir mal auf 70, wenn die Maximalstufe jetzt 200 sein sollte. Jawohl. Ja, oder ich lasse die erstmal da liegen und nehme den nicht mit, aber das wäre ja auch irgendwie ein bisschen seltsam. 3 Stufen. Naja, aber ich glaube, ich werde die erstmal auf 4 Stufen nur auf 170 bringen. Und dann werde ich wen anders hochpushen. Oder ich fange jetzt schon an, wen anders hochzupushen. Und zwar... Ah, da haben wir eine Statue. Dann werden wir wahrscheinlich hier... Nee, da ist, nichts mehr. Werden wir... ja, doch, einen von den beiden. Nehmen wir die Magierin.
Aber das geht natürlich jetzt genauso dämlich weiter. Ich will nicht 3 Stufen, ich will 5 Stufen. So. Da brauchte man irgendwas, um da reingucken zu können, oder? Geistesdrachen, Level schauen, Nummer 1. Als sich dein Geist mit dem Drachen verbindet, fühlst du, wie sich euer Wissen vereint. Dein Geist versucht, das neue Wissen zu verarbeiten, vermag dies jedoch nicht. Jede Faser deines Gehirns beginnt zu schmerzen, als du zusammenbrichst. Oh, und dann direkt auch verrottet. Ist aber nicht so gut. Okay. Ich probiere das jetzt einfach mal aus mit dem göttlicher Einmischung und ob die das kann. Die Menschen, okay, die kann das. Machen wir nochmal. Du fühlst, wie dich Euphorie überkommt, als dich dein Geist mit dem des Drachen verbindet. Das neue Wissen erfüllt dein Gehirn mit Feuer. Du versuchst, die Konzepte zu verstehen, die Menschen niemals hören sollten. Dein Gehirn taumelt bereits und unterbricht die Verbindung, bevor du ohnmächtig wirst. Du fühlst dich schwach und ausgelaugt und stammelst nur noch einen Satz wieder und wieder. Das Wissen ist unendlich. Okay, das scheint aber jetzt auch nichts Sinnvolles zu sein. Was passiert denn, wenn wir das mit Nummer 4 lesen? Nö. Okay, also das muss die machen. Nee, was machen wir aber jetzt noch nicht? Blicke in das Auge des Drachen. Antworte richtig oder stirb. Unendlich. Vielleicht hätte ich das in Caps eingeben müssen. Kann ich nicht. Unendlichkeit. Sehr gut, Sterbliche. Eine silberne ID-Karte. Okay. Na gut. Ja, da haben wir noch welche. Das sind aber schwache. Und da haben wir jetzt aber nochmal einen starken. Okay, da müssen wir doch das Ganze etwas vertagen. Ich dachte, ich komme da wieder zurück. Ich meine, zur Not können wir uns da auch wegporten. Das ginge schon. Wie weit sind wir jetzt davon entfernt? 1, 2, 7, 8, 9. Wenn wir jetzt hier den Teleport nehmen. Teleport. Zauber. 9. Oder wurden da jetzt neue platziert? Dass wir jetzt auch wieder was zum Zurücklaufen haben. 9. Was sieht mir danach aus? Jawohl. Okay. Dann, ne? Tote erwecken. Also dann haben wir da auf jeden Fall noch was, was wir, clearen müssen. Wir werden dann, hier können wir wieder die göttliche Einmischung machen. Wir können hier jetzt die Quest noch abgeben. Das machen wir gerade noch. Und dann werden wir erstmal was anderes tun. Hallo, ihr seid wirklich mutig. Plus 1 Million Erfahrung. Vielen Dank. Nun werde ich diesen Eiertrank trinken und... ein Drachenkönig. Ja, okay.
Hier ist nichts. Okay. Ja, sind wir natürlich jetzt etwas... Stehen wir etwas ungünstig. Aber ich kann auch einfach... Jetzt per Portal raus. Also da müssten wir dann nochmal... Weg. Wir haben aber jetzt auch noch... ja, haufenweise Gegenstände. Und ich sehe jetzt hier schon Obsidian Großaxt. Obsidian Messer. Also da wird wahrscheinlich gutes Zeug bei sein. Da werden wir die nächste Folge dann leider mit anfangen müssen. Das ist, wird wahrscheinlich dann nicht so spannend werden. Aber müssen wir mal gucken. Das werde ich dann fürs nächste Mal schon mal vorbereiten, damit wir da ein bisschen zügiger durchkommen. Und dann werden wir aber in das Todes-Dungeon da erstmal rein. Da Dungeon des Todes oder wie auch immer das hieß. Und ja, mal schauen, wie gut wir da klarkommen. 165. Also wir können jetzt auf jeden Fall da oben noch einige Stufen gut machen, uns rausholen, wenn wir wollen. Es kann sogar sein, dass das mehr als diese... Dass die Erfahrung, dass das sogar schon 45 Stufen sind hier. Das Geld müssten wir auch auf die Bank legen. Naja gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Dann schauen wir hier beim nächsten Mal uns die Gegenstände erstmal an. Und dann geht's in das Dungeon des Todes. Neue Folgen gibt's immer montags, mittwochs und freitags. Und dann weitere Folgen in die Woche gestreut, je nachdem wie das gerade passt. Also am besten den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.